Hallo, ich bin gerade vom Fotografieren heimgekommen. Es war wirklich cool heute. Wir waren draußen in den Reisfeldern vor Valencia. Die waren etwas überflutet und es hat nur so gewimmelt von verschiedenen Reihen. Und ja, jetzt möchte ich die Bilder importieren und natürlich auch aussortieren, allgemein etwas ordnen. Und ich dachte, ich mache mal ein kurzes Video, in dem ich so zeige, wie ich dabei vorgehe. Als erstes lege ich die Karte in meinen Card Reader, schließe den am Computer an, öffne den entsprechenden Ordner hier im Finder, markiere zuerst oder wähle alle Filme und Fotos aus, die ich gemacht habe und schiebe den in einen neuen Ordner, den ich einfach mit dem Datum benenne. Jetzt das Datum von heute. Da schiebe ich einmal alles rüber. Das sind jetzt heute 111 GB. Ja, wird zwischen 1 und 2 Minuten wahrscheinlich gehen, bis das drüben ist. Ich schon fast etwas paranoid bin, wenn es um die Datensicherheit meiner Fotos geht, werde ich gleich noch eine Kopie anlegen von diesem Ordner. Normalerweise mache ich das auf meinem Server zu Hause. Dort habe ich einen Unterordner, der heißt einfach irgendwie temporäre Backups. Da tue ich, solange ich Speicherplatz habe, jedes Mal, wenn ich die Bilder von der Karte importiert habe, gerade eine zweite Kopie dort ablegen. Und das heißt, ich habe eine Kopie auf dem Computer und eine schon auf dem Server. Das heißt, ich kann anschließend die Speicherkarte auswerfen, in die Kamera tun und direkt formatieren. Ich habe immer noch zwei Kopien. Und so passiert es auch nicht, dass ich das nächste Mal ins Feld gehe, fotografieren möchte und mit einer dreiviertelvollen Karte starte. Oder noch schlimmer, irgendwie nur noch eine Karte, in der 100 Bilder frei sind. Und dann beginne ich zu fotografieren und dann muss ich irgendwie mittendrin merke ich, oh ja, die war ja fast voll. Formatieren kann ich sie jetzt nicht mehr, da ich schon neue gemacht habe. Das heißt, ich muss einzelne Bilder löschen. Unglaublich mühsam. Und mit diesem Verfahren kann ich sie, wie gesagt, direkt aus dem Kartenleser nehmen und formatieren. Nun kann ich zum nächsten Schritt in meinem Bildworkflow gehen und das ist das Aussortieren der Bilder. Ich verwende zur Bildbearbeitung Capture One. Natürlich würde sich auch Lightroom sehr gut anbieten. Ich habe mir auch überlegt, dazu später noch ein Video zu machen. Ich habe mit beiden jahrelang gearbeitet. Und dies noch etwas zu vergleichen. Lasst mich vielleicht in den Kommentaren wissen, ob das von Interesse ist oder nicht. Allerdings bin ich davon weggekommen, zum Capture One oder auch Lightroom zum Aussortieren der Bilder zu verwenden. Und das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass es einfach nicht sehr schnell ist, nicht sehr effizient. Zuerst müssen die Vorschauen generiert werden, das dauert einige Minuten. Damit kann ich leben, wenn ich vom Fotografieren heimkomme, kann ich zuerst die Bilder importieren, duschen gehen, etwas essen gehen, was auch immer, die Vorschauen generieren lassen und nachher loslegen. Das größere Problem ist aber, selbst wenn die Vorschauen generiert sind, ist es nicht sehr schnell. Ja, es hängt einfach immer ein bisschen und ich merke, dass mich das wirklich etwas ausbremst. Ein weiterer wichtiger Grund ist für mich, dass ich selber merke, wenn ich im Capture One oder im Lightroom bin, kann ich mich nicht zusammennehmen. Sobald ich ein Bild habe, das mir gefällt, beginne ich es zu bearbeiten. Und das ist ja an sich nicht schlecht, aber je nachdem komme ich dann irgendwie 20 Fotos weiter, sehe, oder 100 Fotos weiter, sehe ich eins, das irgendwie ähnlich wäre, aber mir viel besser gefällt. Und jetzt habe ich das erste schon bearbeitet. Das waren vielleicht 5 Minuten Aufwand, aber wenn ich das zwei, dreimal mache, ja, es summiert sich einfach. Und ich nutze daher ein anderes Programm, den sogenannten Fast Raw Viewer. Zweck dieses Programms ist einfach, die Bilder sehr schnell durchschauen zu können, miteinander vergleichen. Ihr könnt auch die Schärfe vergleichen, ihr könnt Sternebewertungen geben, die anschließend auch, wie wenn ihr es in der Kamera schon macht, ins Capture One oder Lightroom übernommen werden. Und ich sortiere die Fotos so aus. Und ich werde euch jetzt anhand der Bilder, die ich heute gemacht habe, das zeigen. Als allererstes navigiere ich hier oben einfach in meinen Ordner. Und jetzt sind hier alle Fotos drin, vom Frühstück über den Vormittag bis zum Sonnenuntergang.
Und ich beginne jetzt mal einfach irgendwo und gehe vielleicht hier in den Vollbildmodus, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Auch sehr schön an dem Fast Draw Viewer ist, dass ich mir die Tasten belegen kann, wie ich will. Das heißt, ich habe hier Tastenkürzel zum Rein- und Rauszoomen, um auf die Gitteransicht zu wechseln oder wieder zurück in den also in das Großbild. Ja, jetzt gehe ich einfach mal durch und ihr werdet sehen, wie wahnsinnig schnell das geht. Ich habe mir die Taste X so programmiert, dass damit ein Bild jeweils abgelehnt wird. Und abgelehnt heißt in den Ordner Rejected verschoben. Das heißt, ich kann das nachher auch immer noch rückgängig machen. Die Bilder sind nicht gelöscht, sie sind nur verschoben. Ja, und ihr seht schon, es geht wirklich schnell. Das sind RAW-Dateien, die sind im Nu geladen. So seid ihr sehr schnell durch die Bilder durch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welches von zwei Fotos etwas schärfer ist, könnt ihr natürlich auch noch auf die 2:1 Ansicht reinzoomen. Hier ist es für mich zwar klar, angenommen es wäre nicht klar, kann man sich so eine Schärfemaske einblenden lassen. Die ist nicht immer gleich erfolgreich, aber manchmal gibt sie einem einen Eindruck, wie scharf das Bild ist oder wo es eben scharf ist. So gehe ich eigentlich alle Bilder einmal durch, bis diese reduziert sind. In der Regel bei Vogelfotos behalte ich so in der ersten Runde vielleicht, ich weiß nicht, 10-20% der Bilder. Dann lasse ich das Ganze meistens eine Nacht ruhen oder vielleicht zumindest ein paar Stunden, damit ich mich emotional ein bisschen distanzieren kann und das Ganze wieder frisch anschauen. Und dann gehe ich in die zweite Runde rein. Da sortiere ich noch etwas radikaler aus. Und erst dann, wenn nur noch wenige Fotos verblieben sind, erst dann gehe ich eigentlich zu dem Schritt über, dass ich diese dann ins Capture One importiere. So, ich habe meine Bilderflut mit Hilfe des Fast Draw Viewers zumindest ein bisschen eingedämmt und der nächste Schritt ist jetzt, die verbliebenen Bilder in Capture One zu importieren. Ich habe jetzt bei Capture One eingestellt, dass es mir hier die Bilder sortiert, und zwar soll das für jedes Jahr einen neuen Ordner machen und dann für jeden Tag im Jahr nochmal einen Unterordner erstellen. Das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel den Ordner 2020 habe und innen drin den Ordner 2020 07 15, 15. Juli 2020. Das hat sich für mich gut bewährt. Andere Methoden wären, dass ihr nach Motiven sortiert, aber da habt ihr eventuell ein Problem, wenn sich die Motive nicht ausschließen, sondern halt eben ihr beide Motive drin habt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Ordner für Vögel macht, einen für Landschaften, einen für Säugetiere und nachher habt ihr auf einmal einen Steinbock, den ihr in der Landschaft abgelichtet habt, in welchen Ordner schiebt ihr den? Vielleicht für einige kein Problem, für mich war das jetzt nicht die beste Lösung. Eine andere Möglichkeit ist etwas gröber, anstatt nach Tagen, nach Reisen, Events, dass ihr zum Beispiel einen Ordner macht, 2020 Spanien, 2020 Bayern, 2020 Alpen. Läuft bei mir darauf raus, dass ich einen relativ großen Ordner haben würde, der vor der Haustüre oder anderes heißt, aber ist ja an sich auch kein Problem. Ich bleibe bei diesem Format. Schaut einfach, was für euch am besten passt. Backup habe ich jetzt hier keins aktiviert. Ich habe vorher bereits die Rohdatei nach dem Import kopiert und sobald die Fotos jetzt durch das Capture One auf meine SSD kopiert werden, tut nachher Time Machine, das ist die Backup-Software vom Mac, die stündlich auf meinen Server sichern und alle Änderungen jeweils. Also synchronisieren ist ein bisschen das falsche Wort, das übernimmt sie, behält aber sozusagen die alte Version in Erinnerung. Das heißt, wenn ich ein Foto lösche, kann ich auch wieder zurückgehen und das wiederherstellen. Die Dateibenennung behalte ich auch gleich. Wie ihr hier sehen könnt, starten alle meine Fotos hier mit 5R1. In der Vergangenheit hatte ich zum Beispiel FOP _ und dann der Bildname. Ich habe begonnen, das jetzt nach Kameranamen zu benennen, dann sehe ich auch direkt bei der Vorschau schon, aus welcher Kamera kommt die. Momentan ehrlich gesagt nicht mehr so ein Ding, da meine 5D Mark IV praktisch nicht mehr zum Einsatz kommt.
aber es war in der Vergangenheit schon nützlich, vor allem wenn ich mit einer 5D und 7D ein bisschen parallel gearbeitet habe oder mit einer 5D und 6D. Und 5R1 steht hier einfach für die 5R Mark 1. Ich weiß, momentan gibt es noch keine Mark 2, aber in ein paar Jahren dann vermutlich. Und so wie ich mich kenne, könnte es auch sein, dass die wieder bei mir zu Hause landet. Bei den Metadaten schreibe ich hier beim Copyright nichts rein, da ich das bereits in der Kamera aktiviert habe. Anpassungen mache ich auch keine. Das ist sicher ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man hier schon so ein Preset anwenden soll oder nicht. Ich mache das bei meinen Dateien eigentlich nicht. Und somit wären wir eigentlich durch. Dann importieren wir mal. Die Bilder sind nun importiert. Capture One hat in der Zwischenzeit sogar schon das Erstellen der Vorschaudateien abgeschlossen. Hier gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe die mal auf 2880 Pixel gesetzt. Das war bei meinem alten Computer, beim 15 Zoll MacBook Pro, genau die Breite vom Bildschirm. Jetzt beim 16er ist es etwas mehr. Ich würde ungefähr so einen Wert nehmen, dann wäre das nicht unnötig groß. Aber ihr habt trotzdem relativ große Vorschaudateien. Das spielt vor allem dann eine Rolle, wenn ihr einmal die Originaldaten, die jetzt bei mir auf dieser SSD liegen, nicht zur Hand haben solltet. Ja, hier haben wir jetzt alle Bilder, die gerade importiert wurden. Was ihr jetzt schon sehen könnt, zwei Bilder haben hier entweder einen oder zwei Sterne. Das sind die, die ich entweder in der Kamera oder im FastDraw Viewer schon bewertet habe. Was ich jetzt als erstes mache, es ist mühsam, aber ich brauche ein bisschen Ordnung, ist schnell die Fotos den Alben zuzuweisen. Und zwar habe ich hier so eine genannte Sammlungsgruppe erstellt. In dieser Sammlungsgruppe befinden sich sogenannte Projekte. Und das sind jeweils die Artenlisten. Hier am Artenlisten Amphibien, Gliederfüßer, Säugetiere und Vögel. Und innerhalb von den Vögeln habe ich einfach alle Vogelarten, die ich bis jetzt fotografiert habe, als Album drin. Und jetzt ziehe ich einfach die Bilder einzeln darüber. Das wäre jetzt der Haussperling hier, Sittich. Wenn ich sage, ich ziehe die Bilder einzeln rüber, dann meine ich trotzdem, dass wenn ich vier Bachstelzenfotos, so wie hier, direkt hintereinander habe, ich die auch direkt zusammen in den entsprechenden Ordner ablege. Alternativ könnte man natürlich auch mit sogenannten Schlagwörtern arbeiten. Das habe ich eine lange Zeit gemacht. Ich bin aus zwei Gründen eigentlich davon weggekommen. Erstens braucht Capture One im Gegensatz zu Lightroom relativ lange, wenn man ein Schlagwort in der ganzen Bibliothek mit 20.000, 30.000 Fotos eingibt, dann dauert das ein Weilchen, bis die Fotos erscheinen, und das hat mich dann einfach genervt. Zudem kann es sein, dass ein Schlagwort Teil eines anderen Schlagworts ist. Ihr sucht nach einem Schlagwort und dann kommen all die anderen Bilder des größeren Schlagworts auch. Sagen wir, ich möchte alle meine Fotos sehen, die in den Alpen aufgenommen wurden. Dann kommen dummerweise nicht nur diese Bilder, sondern auch noch die Alpensteinbock, Alpenschneehuhn, Alpensalamander, Alpenmurmeltier und so weiter. Ich müsste dann einen zweiten Filter anwenden oder diesen nur in einem Album mit Landschaften oder so etwas anwenden, und das ist mir dann fast etwas zu nervig oder doof gewesen. Nun, wenn ich mir noch einmal einen Überblick über die Bilder verschaffe, dann kennzeichne ich die ich gleich bearbeiten möchte, und zwar mit einem Farblabel, gelb jetzt in diesem Fall. Die Bilder, die ich jetzt mit einem gelben Label versehen habe, kommen in der intelligenten Sammlung noch zu bearbeiten. Da habe ich dann nicht nur von diesem Tag, sondern natürlich auch von anderen in der Vergangenheit noch Bilder. Bei den älteren sind es dann meistens nicht die absoluten Highlights, die ich habe, sondern die ich dachte, ja, muss ich dann noch, und wenn ich mal Zeit habe. Aber ist gut, sind die mal an einem Ort. Wenn ich nachher ein Bild fertig bearbeitet habe, Dann erhält es ein grünes Label. Sobald ich das vergebe, verschwindet das Bild hier und
kommt hier bei mir im Album fertige Fotos, taucht es hier auf. Und so habe ich einen relativ guten Überblick, welche Bilder sind bearbeitet, welche noch nicht. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, vergebe ich auch noch Sternchenbewertungen, damit ich die Fotos schnell wieder finde, die guten. Und besonders wichtig ist, dass wenn ich zwei, drei ähnliche Fotos habe und bei einem gefällt mir die Flügelstellung noch etwas besser, dann tue ich mich schwer damit, das andere Bild zu löschen, denn wer weiß, vielleicht brauche ich es einmal mit der anderen Flügelstellung oder jemand anderem gefällt halt das andere Foto besser. Aber dann markiere ich für mich einmal, die haben zwei Sterne und das mit der tollsten Flügelhaltung kriegt dann halt mehr Sterne. Ja, das war es eigentlich mit meinem Video über den Bildimport und die Bildverwaltung. Der nächste Schritt, der dann kommt, ist zwangsläufig die Bildbearbeitung oder Entwicklung. Ich habe vor einigen Wochen ein Video gemacht, das könnt ihr hier anklicken, darüber, wie ich meine Bilder in Capture One so bearbeite, und ja, könnt ihr euch sicher interessieren. Ich dachte mir, es wäre sicherlich interessant, auch mal eines eurer Bilder zu erhalten, dieses mir genauer anzuschauen. Ich würde mir dann ein paar Gedanken zu dem Bild machen und es dann in einem weiteren YouTube-Video besprechen, dass ich sozusagen ein YouTube-Video mache, Bildkritik, in dem ich auf euer Lieblingsbild oder vielleicht auch ein Bild, zu dem ihr gespaltener Meinung seid, wie gesagt, genauer bespreche, was hätte ich vor Ort anders gemacht, was kann man vielleicht im Nachhinein noch anders machen, was gefällt mir nicht so. Ja, falls ihr Interesse habt, schickt mir einfach eine E-Mail, info@naturfotografie-fop.ch. Ihr findet sie auch hier unten in der Videobeschreibung. Und sobald ich einige Bilder habe, falls das so ist, werde ich ein Video darüber machen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren, Importieren, Bearbeiten und allem, was dazu gehört. Macht's gut, bleibt gesund, ciao!